kalt? Ja, ein bisschen. Brauchst du eine Decke? Ja. Soll ich dir eine holen? Wir können auch rübergehen, wenn du magst. Wir auch. Als wir schon am Tisch saßen, habe ich die ganze Zeit schon gedacht, so, jetzt müssen wir aber gleich mal rüber. Nicht nur, weil mir kalt war, sondern auch, weil ich irgendwie ihr näher sein wollte. Auf. Luft und Liebe. Auf was willst du anschauen? Nein, ich finde es mega schön hier, muss ich echt mal sagen. Ich mag es romantisch, ich bin schon romantisch. An diesem Abend ist der Sonnenuntergang auf Kreta nicht das einzige romantische Highlight. So ist es dann, also genau so ist es dann auch bei mir zu Hause im Bett. Da kann ich mich gewöhnen. Kannst du dich schon mal dran gewöhnen? Okay. Krass. Aber jetzt, wir können halt auch nicht mehr aufstehen jetzt, ne? Ja, jetzt musst du wohl hier bleiben. Oder ich. Also es gibt ja manchmal Momente mit Personen, wenn wir uns so in die Augen schauen, die unangenehm sind. Gerade wenn man sich lange intensiv in die Augen schaut. Aber mit Elsa war es überhaupt nicht unangenehm. Ich war total nervös einfach, dass sie so übertrieben intensiv in meine Augen schaut und es auch einfach so diesen Blick, den ich halt habe, so standhalten kann. Ich bin ambivalent. Nervös, wir beide sind. Ich bin ambivalent, ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Kuss war super schön, für einen ersten Kuss auf jeden Fall. Also nicht zu offensiv, aber trotzdem sehr intensiv. Der Kuss war schön, sie küsst gut, das finde ich wichtig. Es gibt auch wirklich Leute, die wirklich gar nicht küssen können. Sie kann wirklich gut küssen, also es passt, also es matcht halt so von der Art, wie wir jeder küssen. So. Du bist gut. Du schmeckst gut. Ach, nein.